dass die gleichen Lautsprecher sind, weil hier geht ein Zoo weg und hier geht ein Zoo weg. Aber wird schon passen. Malcolm, war das so, dass bei dem einen das zur Seite geht und bei dem anderen das... Ja, das war so. Was zur Hölle, okay? Ich habe da nichts geändert. Das hat mich auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Aber da hätte ich gar nicht so viel ausschleifen müssen, aber lieber haben wir jetzt genug Platz als... Okay, die Stecker sind halt jetzt eine Notlösung. Ah, oder Leon, hast du mal die anderen Dings angeschaut? Lautsprecher, vielleicht sind das zwei unterschiedliche. Ich weiß halt nicht, ob es andere Lautsprecher sind. Der hat es auch zur Seite, genau. Die zur Seite können nach hinten und die nach vorne können vorne rein. Das ist einer von den hinteren und in der Hutablage ist einer von den vorderen drinnen. Dann tausche ich das nochmal schnell. Hast du einen Plan, wie wir den Stecker verarbeiten? Er hat gesagt, wir brauchen die Stecker nicht. Das verstehe ich nicht. Diese Stecker brauchen wir nicht. Zwei nur jeweils. Groß und klein, aber brauchen wir für die Hutablage eigentlich schon. Und er hat gesagt, brauchen wir nicht, aber ja. Wie sollen wir die nicht brauchen? Also, ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. Soll ich einen Talk einlösen? Kannst du mal probieren, ja. Tanja, wo sollen wir den Schaumstoff hinkleben? Jedenfalls nicht in die Türen. Weil die Türen, da kannst du keinen Schaumstoff reinkleben, da läuft ja das Wasser durch. Ja. Um den Joker zu bekommen, musst du erraten, wie viel dB die Band mit einem Messgerät hier, natürlich Geist von mir, erreichen werden. Okay. Oh, schwierig. Ich sag 101. Was hast du gesagt, Toleranz? Plus minus 5. Ja? Stimmt, es sind genau 105. Oh. Zeig's in die Kamera. Also erstens mal hab ich am Anfang gesagt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mhm. Wenn ihr diese Bedienungsanleitung habt, da quasi. Ja, das ist die einzige Anleitung, die ich nicht gelesen habe. Ja, die waren im Karton noch drin. Eine Frequenzweichen dabei und braucht dann auch keine Kabelschuhe. Und da können wir die einfach rein. Richtig. Ah, klammern. Oh Mann. Also Frage beantwortet, weiter geht's. Gib mal Gas jetzt. Ihr müsst ein bisschen Gas geben, die sind viel, viel weiter wie ihr. Viel weiter. Echt? Ja, echt. Haben die Türen schon fertig? Nein, aber die haben schon hinten alles fertig, dann haben wir vorne aber alles. Aber hinten ist gar nichts fertig, also was fertig groß muss. Ja, aber die haben selber. Ja und? Der Kleber, ja und? Ja und? Der hat doch eben Scheiße erzählt, oder nicht? Wie meinst du? Dass die schon viel, viel weiter sind? Ich glaube. Das passt nicht. Also, doch. Ich glaube, das ist einfach nicht einzuschätzen. Das glaube ich auch. Das kann er ruhig denken, aber ich glaube nicht. So, wo sitzt? Wo kommt der durch? Ich hier, ne? Das ging sicher zum Hochtöner. Okay. Hier, so. Ah, das ist der Hochtöner. Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, aber ich glaube schon. Und der gehört halt hier rein. Und den sollen wir halt mit geeignetem Klebstoff da wieder reinkleben. Woher hast du die Affenkacke? Warum nennt man das Affenkacke? Keine Ahnung, was das Mutilbad heißt. Muss man das heiß machen oder was? Nee. Hä, was dann? So wurden vorher, früher die Scheiben wurden mit das festgeklebt, nicht? Die Windschutzscheiben. Ja, und also knetest du das da rein oder was? Machst du so. Dann tust du es rundherum. Und tust das befestigen. Aber das hält doch nicht, oder? Ja, ja, es hält. Okay. Boah, damit wäre meine Installation hier fertig. Ich denke mal, ich will jetzt nicht zu. Oh, das ist echt fest. Also, das passt eigentlich echt ganz gut. Wir haben nicht richtigen Empfang. Hallo, hallo. Nils, wie weit sind Sie? Hallo. Krautkopf an Schwellkopf. Krautkopf an Schwellkopf. Schwellkopf, bitte melden. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas, Buh, Mann. Ich arbeite ja. Ihr nicht. Denise, ja? Die Lautsprecherkabel, die hier jetzt liegen, kommen von den Boxen vorne rechts und links, ne? Genau, ja. Du kannst eine Masse machen, wenn du magst. Nee, ich wollte eigentlich diese Dinger hier schon mal anschließen. Die gehen ja auch an die Endstufe. Die gehen an die Endstufe. Sollen wir die Endstufe wirklich einfach mal hinmachen? Also das ist zwar dann gefrieren, da irgendwie hinzukommen, aber... Dann können wir schon mal was anschließen. Aber irgendwie ist es, dann können wir auch die Längen irgendwie schon machen, ja, okay. Oder? Ja. Andreas, meinst du, dass es schneller gehen wird, wenn man jetzt flucht und alles irgendwie durcheinander schmeißt? Hast du den langen Schrauben? Oh, geklugscheißert wird auch noch. Nein, ich frag nur. Kümmer du dich um dein Radio?
und los die Fachleiten gut. So. Das ist dieses Moderne, dieses Ruhige. Wir müssen lieb sein, keine bösen Wörter. Ja, ja, das, was war's, ich do. Ich finde den langen Schraubendreher nicht, das ist ein bisschen blöd. Welchen brauchst du? Kreuz in lang. Kreuzschlitz. Merci. Bitte. Wir haben eine ganze Menge Anschlüsse da an der Endstufe und am Subwoofer. Hier sieht man es, glaube ich, besser. Genau, da sind halt, ja, Unmengen. Ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und da müssen wir schauen, welcher Lautsprecher wo angeschlossen wird. Genau hier links vorne, links hinten, rechts vorne, rechts hinten, Subwoofer. Genau, wenn ich es falsch anstecke, funktioniert halt alles nicht. Die haben schon alles zusammengebaut, ohne überhaupt einmal einen Funktionstest zu machen. Richtig. Du würdest höchstwahrscheinlich alles verkabeln, alles offen lassen, Funktionstest, alles geht, dann richtig. Erst Verkleidung alle dran. Natürlich, definitiv. Weil wenn die jetzt irgendwas nicht funktioniert, müssen die halt wieder die Baustellen aufreißen und gucken, richtig. Was nicht stimmt. Richtig. Die vertrauen ihrer Arbeit sehr. Es ist noch alles drin. Und ich meine, mit 5.000 Euro nach Hause zu fahren oder nicht, ist halt auch für das Ganze. Natürlich besser, als ohne nach Hause zu fahren. Was würdest du denn, oder was macht ihr mit der Kohle? Teilt ihr 50-50 oder ist es prozentual abhängig, was die Arbeitsleistung angeht? Natürlich 50-50. Ja? Ja. Und was machst du damit? Ich? Ja. Ich habe ein neues Projektfahrzeug gekauft, dazu ein Pickup, 50 Jahre alt. Also alles wieder ins Auto? Natürlich. Und wie sieht es bei dir aus? Ich weiß noch nicht, vielleicht anderen Motor, die S13 oder... Mein JZ neu aufbauen. Das ist halt immer so. Guck, kaum hat irgendein Schrauber oder Drifter gelb. Ist es sofort weg? Hier drüben sind die aber beide gelb, gell? Ja, das ist geil. Dann müssen wir es auch noch mal messen dann. Boah, Alter, das Kabel wird echt knapp. Ja. Boah, sind die fies, ey. Eine mal minus da, das andere mal minus da. Von uns aus gesehen, das Plus ist unten. Minus ist oben. Beim nächsten ist Plus oben und Minus unten. Ich hätte es fast falsch rum angeklemmt. Ich kümmere mich gleich mal um den Freisprechkram, ne? Oh ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Der in den Himmel soll. Warum machst du es so kompliziert, Nils? Ach, weil ich es nicht besser kann. Na, er liegt gern. Er verdient sein Geld gern auf dem Rücken. Man könnte ja die Hutablage rausnehmen und entspannt auch mit Einblick die Kabel montieren. Die Option bestände ja. Ja? Wenn man schlau wäre. Wenn ihr mir das Nils weiter so durcheinander bringt, ne? Wieso denn? Warum quälst du dich? Ich quäl mich doch überhaupt nicht. Ich liege hier tatsächlich bequem und ich mache einfach nur die Das Karte ist ja, das du da. Sollst ja nicht bequem liegen, du sollst gewinnen. Ihr wollt mich wirklich langsam einfach nur ärgern. Oh Mann. Ey. Denise. Was denn jetzt? Brauchst du eigentlich noch die Zugleine? Die blaue, die könnt ihr rausziehen. Warte mal. Anja, was ist denn los? Prinzessin aus dem hohen Norden. Komm mal her. Das muss an den Lautsprecher geklemmt werden. In Plus, Minus. Plus, Minus haben wir hier. So, ich bin fertig. Bist du fertig? Ich bin fertig. Schau mal her, hier könnte man sogar schnell mit dem Kabel da rein und die könnte man hier irgendwo festmontieren. Mach, wie du meinst. Ja. Ja, das ist halt echt platztechnisch echt absolut. Ich weiß. Du kannst das auch innen irgendwo montieren. So, na? 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 Na, Jungs? Wie weit seid ihr? Sind die anderen schon fertig? Vorne fertig. Was macht ihr? Ach, es geht. Ich hab gerade noch gekrimmt. Und kein Radio drin. Radio ist jetzt drin. Hallo, ist jemand zu Hause? Achtung. McFly! Ist da in dem Stecker ein extra Kabel für? Oder? Jungs! Das wird einfach reingesteckt. Hallo. Hallo. Onkel ist da. Warum dauert es so lang? Downtown. Warum dauert es so lang? Was sagst du immer? Wer beherrscht nur das Chaos? Genies. Deswegen ist das, bei dir immer alles ordentlich. Also jetzt, gell? Warte mal. Das ist aus deinem Mund? Das du willst jetzt gerade sagen, dass du das Chaos beherrschst, weil du Genie bist, oder wie? Genie. Und du, weil du ein Genie bist? Hä? Willst du mit mir schrauben, oder was? Lieben gern. Nochmal gegeneinander? Oder zusammen? Nein, zusammen. No, das haben wir nicht. No, gut, das sehen wir jetzt wieder. Nils, was hältst du eigentlich davon, dass die Tanja so dreht und so trödelt? Tanja trödelt nicht. Tanja arbeitet durchgehend, mehr als ihr. Mehr als du. Und der Nils auch. Und der macht hier die Kabelscheiße. Das Einzige, was nervt, ist irgendwie dieses Hintergrundrauschen die ganze Zeit. Nils schraubt fremd heißt es doch, gell? Ja. Wir sollten es umbenennen in Nils schraubt langsam. Kannst du schneller werden? Das muss schneller werden. Denise, bitte. Es ist immer das Gleiche mit dir. Denise!
Denise! Komm mit, gib Gas. Ich guck doch nur. Die verbauen es nicht in der Tür, sondern richtig in der Verkleidung. Die anderen haben es in der Tür verbaut, was nicht so gut ist wegen Feuchtigkeit. So, und hier ist kein Remote dran, wenn ich das richtig sehe. Da sind die sechs Dinge. Aber wenn das das Remote-Kabel ist und hier steht System Remote Control. Ich weiß nicht, was ein Remote-Kabel ist, also tut mir leid. Ich auch nicht. Ich würde die zusammen machen. Ich weiß einfach nicht. Das ist das einzige Kabel, guck mal, was über ist und das auch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, das haben wir da hinten am Radio auch. Mhm. Wir haben diesen Stecker, der eigentlich nicht notwendig ist. Hat das Zugkabel noch einen anderen Namen? Remote-Kabel. Und das Remote-Kabel haben wir hier, System Remote Control. Ich würde es hier ran machen, ohne Joker. Vielleicht nehmen wir doch einen. Keine Ahnung. Hetnard, ich frag mal, ich mach mal einen Joker. Ja? Echt jetzt? Ja, macht. Ja. Ja, macht. Du willst einen Joker einsetzen? Ich möchte den Joker einsetzen. Okay. Es gibt ja verschiedene Einstufungen. Wie laut ist ein Düsenjet? Wie laut ist dies? Wie laut ist das? Ich habe eine Frage an dich. Wie laut ist es, wenn eine Vogelfeder zu Boden fällt? Eine Vogelfeder? Ja. Null. Nicht schlecht! Hat der Nils dir verraten? Nee, hat er nicht. Warum? Wie kamst du darauf? Wie soll denn das ein Geräusch machen? Ich hatte Hühner, denkst du da dran? 84 Hühner, wenn es immer ein Geräusch gemacht hätte, wenn die eine Feder verloren hätten, wie ich. Oh. kommt dieses blaue Kabel, was von hinten kommt, hier an diese Remote-Geschichte ran? Richtig, kommt drüber. Wichtig ist aber bloß, dass die Gummitülle auseinanderplatzt. Und wo kommt der hin? Hier hin. Und das bleibt so? Genau, das kannst du einfach so lassen. Dankeschön. Ja, siehst du, das hat uns doch geholfen. Haben wir nicht so ein... So ja, mach du doch deinen Scheiß da. Ich mach das hier. Hier müssen ja auch noch Sitze rein. Frequenzweiche liegt in der Verkleidung. Habe ich zu falsch gesehen. Aber, naja, überhaupt keine Dämmung. Mhm. Also, fassen wir zusammen. Die haben die Frequenzweiche in die Verkleidung gelegt, was gut ist. Richtig. Aber sie haben die komplette Dämmung vergessen. Und was hast du gehört? Dass sein Kollege hat nur zu ihm gesagt, bitte denk an die Dämmung. Oh, wir müssen die Türen vielleicht noch dämmen. Ja. Und er hat jetzt die Tür zusammengebaut ohne die Dämmung. Eine Tür mal. Ich hoffe, das passt so. Eins, zwei. Tanja gibt seinem Subwoofer rechts und links nicht, gell? Was? Beim Subwoofer rechts, links? Nee. Gibt's nicht, gell? Dann passt's. Würde ich mal sagen. Also das habe ich jetzt so aus der weiblichen Intuition heraus gesagt. Ja, das ist nicht gut. Weil ich es wüsste. Okay. Das ist gut, dann sind wir einfach auf gleichem Stand. Das passt. Das ist drin. Und damit würde ich sagen, sind, glaube ich, hier hinten alle Kabel angeschlossen. Verlegen muss ich sie jetzt noch schön. Ich habe diese Seite nicht gelesen, aber ich habe es intuitiv richtig angeschlossen und dass ich die Tiefmitteltöner von vorne links und rechts richtig habe, die an der Hutablage die Mitteltöner links, rechts richtig habe und den Subwoofer richtig habe. Das ist gut. Also Leon. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Dann würde ich jetzt testen. Durchklicken. Haben wir eine CD? Was braucht ihr eine CD? Na jetzt. Hey. Kommt da nichts raus, oder? Nee, da kommt nichts raus. Hochtöner? Nee, da kommt nichts raus. Subwoofer funktioniert. Ich glaube, die Einstellungen sind falsch. Wir brauchen Full Range im X-Over. Was auch sonst. Funktionieren die Lautsprecher vorne jetzt? Malcolm? Also da brummt es jetzt ganz tief. Da brummt es. So dumm, dumm, dumm. Die oben kommen noch nicht.
Die funktioniert noch, oder? Hier oben ist tot. Hier oben kommt gar nichts. Also rechte Seite geht, Hochtöner und Lautsprecher. Also auf der linken Seite geht der Lautsprecher nicht, der Rest geht. Schau mal, ob du vorne am Radio irgendwas einstellen kannst bezüglich hinten. Weil hinten geht's noch nicht. Also hier, hey, Leon. Hm? Jetzt habe ich Subwoofer hier eingeschaltet, der war auf off. Okay, ja, der läuft, aber der lief davor auch schon. Ich glaube, ich weiß warum. Du hast die Kabel irgendwie angesteckt hinten, gell? Warte mal, lass einfach so mal. Aber du kannst auch Front Left, Front Mirror alles einstecken. Ja, genau, die habe ich einfach so eingesteckt. Im Fahrmodus. Dabei habe ich mir mal meine 1000 Euro Endstufe von der Musikanlage weggebrutzelt. Okay, das Signal will nicht. Subwoofer ist angeschalten jetzt. Ja, sobald es hier. Ich glaube, das ist genau das Subwoofer-Signal. Boah, Junge. Malcolm, warte mal. Ja, wir haben nicht mehr so viel Kabel übrig, ne? Schau mal, ich habe das so angewendet, dass wir hier einmal 4 oben haben und habe das gebrückt. Dafür müsste aber der Subwoofer hier oben sein. Soll ich einfach alles umklemmen oder wollen wir das Kabel kürzen und mit 2x2 oben fahren, was eigentlich auch mehr Bums haben müsste? Dann theoretisch 2x2. Ja, 2x2? Ich kenne mich da auch nicht aus. Schalt mal auf 0 einfach. Oder mach mal das Auto aus. Schön ist, dass du die Anlage ausschaltest. Jetzt. Ich weiß, das davor hatte ich wehgetan, gell? Mhm. Gab's einen kurzen? Nee, aber Wärme. Garantiert gab es irgendwo so ein kleines Aufpingen. Wenn das zu dolle ist bei einer höheren Lautstärke, zerschießt du so die Einzelkomponenten. Seid ihr euch sicher, dass ihr die Beutel in den Boxen nicht vergessen habt? In den Türen. Ich kann nochmal nachschauen. Also aus einer ist auf jeden Fall... Ein Blick! Ja, hier habe ich nämlich einen rausgezogen. Schau einfach mal, ob du 4 rumfliegen hast. Er guckt jetzt in die Differkleidung. Ja, ich schau. Schau in den Lautsprecher einfach. Es könnte natürlich auch sein, dass du die schon längst alle rausgemacht hast und jetzt wieder Zeit verlierst, ne? Die liegen nicht draußen, ich weiß das. Echt? Und das ist natürlich dann heftig. Dann hast du denen gerade einen Tipp gegeben. Ich würde sagen, da liegt nichts drin. Ja, das aber das ist nur meine Meinung, letztendlich. Ja, aber ich sehe jetzt auch nichts. Ich würde noch mal genauer hingucken. Ich sehe nichts. Schau gut rein. Ah, jetzt hat. Malcolm, wir wollen. Das war nur eine Frage, wirklich. Nicht, dass du jetzt. Nein, aber du hast es nicht gesehen. Was? Nee. Jetzt hol ihn nochmal. Was? Was war jetzt los? Das eine Kabel ist runtergerutscht. Ja, aber Moment, war es gerade? Die Frage ist, war es schon vorher, oder? Ja, weil vorher habe ich ja gesagt, vorne links geht nicht. Also siehst du, also hat sich gelohnt, es auseinanderzubauen. Kann der Odenwälder mal aus dem Weg gehen? Natürlich. Dankeschön. Kommt das da hin? Ich hab das nicht auseinander, aber sieht so aus, oder? Finde ich. Deine WC macht mir keinen Schaumstoff in die Türen. Weil sich das mit Wasser vollsaugt. Und dann ist das ewig lange, jahrzehntelang da drin nass, meine ich. Weil da läuft das Wasser durch, weißt du ja selber. Musst du es imprägnieren vorher. Ja. Wir könnten testen, Malcolm. Ja, dann testen wir nochmal. So, jetzt kommt der Soundcheck. Ich habe eigentlich nur von einmal 4 Ohm auf 2x2, also von 5 Channel auf 6 Channel, oder? Du hast einen Kanal dran, du hast jetzt auf 2 Kanal. Insgesamt, genau. Ich habe von 5 Kanal einmal 4 Ohm auf 6 Kanal 2x2 Ohm, weil nämlich erstens ich hätte alles umstecken müssen und ich denke, es ist eh besser so. Schau mal, ob der Subwoofer Channel, ob der jetzt an oder aus ist. Der müsste wieder aus sein. Dann mach den an. Subwoofer ein. Ja, funktioniert. Alle Lautsprecher funktionieren bei mir. Funktioniert. Ja, funktioniert. Funktionieren alle. Willst du lauter machen? Schön ist nicht, aber sind ja auch noch nicht fertig. Sieht nur ein bisschen grauenvoll aus. Da kann man bestimmt noch ganz viel jetzt aus der Anlage rausholen. Das ist ein Feintuning, Feinabstimmung. Aus dem Radio, aus dem Verstärker. Die Einstellung an sich, die kann Stunden dauern.
bis du da die richtige Frequenz eingestellt hast, dass du sagst, die Anlage stimmt jetzt. Da kann man sich auch mit dem Messgerät dann reinsetzen, dann werden erstmal die Höhen, die Tiefen. Aber ich frage mich, wann die Jungs irgendwann mal die vorhandenen Teile alle verbauen wollen. Das frage ich mich noch umso mehr. Ja, wir waren es mal ab, vielleicht auch gar nicht. Ja.